Du knallst mich weg, Alter. Moment, Outcast, Moment. Das ist gar nicht groß angekündigt. Krass. A new beginning. In the beginning. Phase 1. In the beginning. Yeah. In the beginning. Okay, passend dazu an der Stelle. We bring in the studio this morning one of the gay rights activists, Mr. Should I call you Mr.? Pepe Julian Onzima. Thank you for coming in. Thank you for good morning. Me. Morning to you. Why are you gay? Who says I'm gay? Should I call you Mr.? Why are you gay? Okay, und weil wir gerade schon in dem Thema drin sind. Weil wir gerade schon in diesem Thema drin sind. Why are you running? Why are you running? So. Wären wir jetzt. Sind wir fertig? Okay. Gut. Was? I want Coke? Ich kenne Coca-Cola Light, Coca-Cola Normal, Coca-Cola Zero. I want Coke. Ist das die Frage, Frau? Please give me Coke. Do you have Coke? And ask them the price of Coke. Cola, Cola, Cola. But it was not Cola, it was Coke. Excuse me? Why are you gay? In the beginning. Ich hab noch einen. Yeah. If you wanna go, then you go to hill and go down. Why you get okay, fried, yes, man? Why? Are you crazy? You're fucking paranoid, you are fucking, man. You are fucking. You bloody bastard, bitch. Bloody fuck you, bloody. Fucking mother, bloody fuck, bitch. Bitch, you. Bloody fuck you, you. Fucking bloody bastard. So, we're gonna. Benchwood, bloody. Benchwood, you. You blunder. No, but why? Bloody no. Why? Bloody fucking. Accident, then what you wanna why do? Why you fuck me, I fuck you, bloody. Bloody. Why you are fuck me? I fuck you bloody bastard. Fucking running like lady, eh? Fucking running like bloody. Lady. What the fuck, man? Fucking. Why you running like? Aber das ist auch geil. Achtung. Achtung, das ist wirklich gut. Das habe ich ganz vergessen. Am I pregnant? Am I pregnant? Am I pregnant? Am I pregnant? Am I pregnate? Help? Is there a possibly that I'm pregnant? Am I pregnant or am I okay? Could I be pregonate? How do I know if I'm pregan? Can I be pregnant? Can oo get pregante? Can oo bleed while oo are pergert? Can oo down a 20-foot water slide pegnat? How can I get my GF pregnant? What happen when get Perginat. How can a 9-year-old get pregnant? Will my get pregnant? What is the best time to sex to become pregnant? Does anyone know how many teens get pregnant a year? Are these systems of being pregnant? Girlfriend ain't had periods since she got pregat. Is it possible having sex to a 8 months pregnant? If a woman has starch marks on her... Wait. If a woman has...
starch masks on her body. Does that mean she has been... Ich glaube, er meinte Stretch Marks. Aber hey, 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 ich bin Deutscher. Was weiß ich denn schon? Pargnet before, period, question mark. I circle is normal, but yet I still don't get pignant. What can I use, pignant. Period, question mark. Has anybody got pergnut by just pre-cum while using birth control? Did most you women... feel pregnant before find out? I am pregnant last 5 weeks, so can I start sex? Danger Ops, Prangent Sex, will it hurt? Hey, gut, dass du das gerade machst, Homer. Ich sehe links nicht mehr, die werden zensiert. Ich muss das mal umstellen. Eine Sekunde, bitte. Gib mir eine Sekunde. Ich bin pregnant. Wenn man das Wort viel so oft falsch liest und vorgelesen bekommt, vergisst man, wie es richtig geschrieben wird. Das ist so witzig. Brauche jetzt ein paar Stunden, dass ich wieder aus dem Kopf weiß, wie das richtig geschrieben wird. Oh, das ist schön. German Meme Compilation. Oh Gott. Draußen, genau. Der Klassiker. Die Arschloch. Mucke mehr an. Raus, Alter. Mach raus. Du Wichser. Ihr Wichser. Wie bitte? Entschuldigung. Sie Wichser. Nein. Die beste Deutsche. Ah, es ist so witzig. Es ist so witzig. Die Mountainbikerin ist heute Abend. Oh, die uns. Fällt dann auf die Fresse, ist ne? Regina Stiefel, herzlich willkommen. Die fällt willkommen. Auf die Fresse. Ja, ja, ich kenne das. Die haut's hin. Oh. Ey, die haben das gar nicht gezeigt. Die fällt richtig aufs Maul. Ja, Walter Frosch kurz vor der Pause noch der Ausgleich. Er ist ein anständiger Junge. Ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Versucht. Haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher hier, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient. Für die anderen, aber Speise hat wir immer nicht mal zulegen. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Zigaretten. Bitte? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem Fief? Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich noch dabei gehabt. Okay, danke schön. Bitte. Dezember Wege óta sorra nyit. Das ist aber nicht sehr deutsch. Az oltási központok. Doch, jetzt wird's deutsch. Németországban Jens Spahn egészségügyi miniszter azt szerette volna, hogyha egy egységes forró vonalat és egy egységes portált hoznak létre, ahol időpontokat lehet foglalni. Az egységes országos forró vonalat létrehozták ugyan, de a tartományok ragaszkodtak ahhoz, hogy saját portálokat is létrehozzanak, tehát saját cégeket is bíztak meg, ezért eltérő időpontokban egymást követően kerül. Egy sor az időpont ich foglalásra. Például Wiesbadenben tegnap volt. Hast du diesen Rentner am Rollstuhl, der eine Leiter weggezogen hat, weil die im Weg stand und ist einer runtergefallen? Migrationshintergrund. Nein, ist einfach so eine weiße Wand. Ja, der Migrationshintergrund. Nee, ich habe eine weiße Wand. Wir sind neu ausgezogen. Also, ach Mann, was hat denn mein Deutsch? Oh, das ist so süß. Ich kenn das. Oh. Oh, so nicht, jetzt die Kerze ausgegangen, Willi. Nein, und jetzt. Ich kenn das Video, trotzdem knallt's mich weg, Alter. Oh, so nicht, jetzt die Kerze ausgegangen, Willi. Oh Gott. Meine Tochter tut mir jetzt schon leid. Wenn die auf die Fresse fliegt und ich sitze da und lach mich kaputt. Das tut mir jetzt schon leid. Da kommt der Reifen jetzt, ne? Ah ja, altes Video. Wolfgang, pass auf! Ach du Scheiße, der hat den Reifen verloren! Das ist leider sehr alt, ja. Der hat den Reifen verloren! Guck mal, was knallt denn da hier so rum? Was ist denn das? Ist das ein Astra? Ich erkenne es halt null. Das ist ein Audi. Ist das ein R6? Ich erkenne es null. Wenn das ein R6 ist, zersägt er den Porsche gleich in alle Einzelteile. Wird lustig. Warte. Aber ich glaube, das Video ist gestaged. So wie die reden, ist es gestaged. Komm, gib jetzt Last. Jetzt zieh durch. Oder? RS4? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung.
mit Terror. Guck mal, was ist mit dem Ding los? Das geht ja wie Sau. Geht der Porsche richtig hier? Guck, der fährt an uns vorbei. Guck hier. Aber... Hi. Jetzt geht er. Jetzt ist er vom Gas gegangen. Gucke hier. Was? Jetzt gibt er erst wieder das Gas. Das ist ein Kombi. Das ist ein RS4 oder RS6. Ich kenne mich nicht aus. Aber die haben schon böse Kraft, die Dinger. Die haben richtig Kraft. Wirklich. Aber es wirkt sehr gestaged, das Video tatsächlich. Gassen. Sehr sogar. Oh, was ist denn mit Carsten los? Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Und hat versucht, einen freien Vogel einzusperren. Einen Adler, der versucht hat zu fliegen. Hast du versucht einzusperren? Digga, ist das Reality-Scheiße? Das alles, was Reality-Scheiße ist, kann für mich kein Meme sein. Gesperrt. Einzusperren. Hast du versucht? Und rechts überholen ist verboten? Das ist absolut richtig. Der hat nicht nur rechts überholt, sondern der ist auf dem Standstreifen gewesen. Also zweimal illegal. Deswegen habe ich mir eine gesucht. Die hat mich auf ersten Blick erkannt. Sie hat mir in die Augen geschaut, was sie auch konnte längere Zeit. Nicht so wie du. Fahr weiter! Da bin ich immer, ein bisschen, ja, ich weiß nicht, das ist für mich ein Zwiespalt. Ich weiß nicht, was mit der Frau ist. Irgendwas ist mit der Frau. Und das als Meme zu verwenden, finde ich schwierig. Ja, die hat ja irgendwie Panik oder Angst. Irgendwas ist da ja, ne? Also ich finde das nicht so ganz geil. Mann oder Frau, keine Ahnung. Genauso wie er, wo wir alle wissen, der hat ganz offensichtlich eine geistige Einschränkung und jeder macht sich über ihn witzig. Ja, ich muss raus! Ja, das ist... schwierig. Er tut mir halt leid, ne? Oh, das kenne ich. Gibt ein Loch. Ich dachte, es ist ein Kerl. Kann auch ein Kerl sein. Oh, Scheiße! Ich kann dem Angreifer deutlich... Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Ich zeige deutlich artikulieren, was ich will. Ich zeige es Ihnen mal. Halt! Oder ich kann Zeugen auffordern, mir zu helfen. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Jubeln? Ja. Jubeln, einfach jubeln. Jubel! Jubel! Ich hätte es genauso gemacht. Ich habe mir einen waschechten Isländer bestellt. Henry Henrysson, Bruder von Jürgen Hurensson. Ja, das ist auch. Das ist viel zu ausgelöst. Also komplett ausgelöst. Hey, wo bleibt das Essen, Mensch? Reis mit Hühnchen. Ist die Suppe? Bist du irgendwie bescheuert? Yes. Was ist das für eine Scheiße? Das sind was ist das für eine Scheiße, Mann? Ist das ich brauch Hühnchen mit Reis. Hühnchen mit Reis. Aber doch nicht jeden Tag. Natürlich jeden Tag. Ich bin am Trainieren. Ich muss mal ich weiß. Also es gibt ja solche Menschen im echten Leben und selbst das schlecht schauspielerte Pardon dazu, selbst das kann ich mir nicht angucken. Esse diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Das ist halt echt. Ich weiß immer noch nicht, wo dieser Song ursprünglich herkommt, Alter. Boah, Wines, ich das von, also wirklich Wines habe ich immer zum Lachen gebracht. Ich vermisse das wirklich. What the fuck is up, Kyle? No, what did you say? What the fuck, dude? Step the fuck up, Kyle. What it is? What's up? What's up? Got your nigga in the cup. God damn. What it is? What it is? Do for the man. I ain't gonna do it. Do for the man. I ain't gonna do it. Do for the man. I'm gonna do it. Do for the man. Let me hop out the
Porsche, I'm gonna hit that. Shut the up. First let me hop out the motherfucking Porsche, I don't wanna hit. Was ich halt an Wines so geil fand, TikTok ist halt einfach so dieses, werd berühmt Ding. Und das war bei Wines nicht so. Wines hat einfach jeder gemacht und da waren mal welche dabei, die hat man zwar öfters gesehen, aber da waren nicht so Starlüren, sondern die waren einfach witzig und gut ist. Und ja, ich vermisse Wines. Also es wird nie wiederkommen, ich weiß das. I know that. Aber es war cool.